Potenzial, okay. So, hier du. Grimmelkopf. What? Ist nicht dein Ernst jetzt? Das ganze Ding ist kaputt gegangen? Wow, meine tolle neue Waffe. Why? Warum überhaupt? Weil der Wurfspeer schon so kaputt war, oder was? Wow. Das ist ja so doof. Was ist das denn hier eigentlich? Sieht verdächtig zerbrechlich aus irgendwie, ne? Na, jupp. Ja, ich will nur die Melone eigentlich. Dass sie die Mühe sparen. Ach, hier ist noch was. Uiuiui. Zack. Wo ist er denn? Hä, wo ist er denn? Ach, da hinten. Und jetzt? Ach. Hä? Das war doch auch schon vorher da, ne? Oder ist das gerade alles kaputt gegangen? Oder ist da noch was? So verwirrt. Oder, ach so, wir können es da wahrscheinlich hoch. Hochbeamen. Was ist das denn da? Von irgendeinem Viech wahrscheinlich, so ein Umhang oder sowas. Ja, können wir gleich mal gucken. Lebt das noch oder ist es jetzt schon tot? Ich glaube, Tulin hat ihn schon getötet, ne? Yep. Eiskalt ausgerottet. Oh, was ist da denn? Ein Rätsel. Okay, jetzt müssen wir daran denken. Oh, und noch mehr. Hä, da waren wir doch schon mal drauf, oder nicht? Ist das hier ein Angelstück? Nee, eigentlich ja nicht. Nee. Ach so. Ja, dann gehen wir mal kurz da drauf. Also wir müssen gucken. Wir gehen jetzt hier drauf. Dann gehen wir unten zu dem. Hey, what? Was passiert hier? Wieso kann ich nicht klettern? Okay, weird. Dann gehen wir unten dieses Schild aufbauen und dann müssen wir gleich nochmal hochgehen. Uns hier hochporten. Gucken, was uns da erwartet. Und dann können wir zu dem Turm. Okay, hier ist keine Kiste drauf. Was eine Enttäuschung. Meistens ist da eigentlich eine Kiste drauf. Oder öfter mal. Genau, dann Turm und dann vielleicht Phänomen nochmal anfangen. So, wer bist du? Ach. Ein Pilzhut. Ramdas Schätze. Höhlen, genau. Gut, dann weiß ich Bescheid. Oh, jetzt hast du mitbekommen, was ich gesagt habe. Aber gut, ein so großes Geheimnis ist es ja auch nicht. Mit Ramdas Schätzen sind diverse Kleidungsstücke gemeint, die der legendäre Räuber Ramda einst hortete. Genau. Auch in Ranel soll es viele Höhlen davon geben. Allerdings ist es in den Höhlen überall nass. Also, ist dort überall Wasser, wodurch die Wände nass und glitschig sind. Achso. Ja, genau, das schöne Outfit. Nicht, dass das noch schmutzig wird. Oh nein. Gibt es denn nicht Klamotten, die gut aussehen und beim Klettern schützen? Wo war denn das? Wir hatten doch mal irgendwas gesehen in der. Irgendwas zum Klettern. War das in. Ich weiß gar nicht, ob das in Hateno war. Irgendwo hatten wir was gesehen. In Hateno hatten wir halt auch was gesehen, was wir nicht kaufen konnten. Kann sein, dass es diese Ausrüstung war. Sonst wüsste ich gerade gar nicht. Oder halt in Kakariko, aber da war das ja noch so unverschämt teuer, weil der noch irgendwie auf die Medizin gewartet hat und da irgendwie so viel Geld brauchte, irgendwie 15.000 oder so hat das gekostet, also echt unverschämt viel. So, aber das Ding ist, so wird das ja niemals halten, also. Wir müssten mal gucken. Oh, das ist interessant. Ich würde nicht halten, aber ich möchte mal gucken, wie sich das verhält, ne? Aua, es will mich einfach töten. Okay. Okay, es würde in die Richtung fallen. Das heißt, wir müssen es von da stützen.
Wir probieren jetzt mal wieder kurz die Ein-Teile-Challenge. Wir haben das halt irgendwie mit einem Teil hinbekommen. Huch, was ist das denn? Ist das ein Teil? Ist das neu? Ja, ich kann das nicht. Ist ja wild. Nie gesehen. Kann das nicht trennen. So genau, wenn wir das halt irgendwie so unterhebeln. So wird das, glaube ich, nicht klappen. Der Arm. Na. Vielleicht muss ich eine größere Platte nehmen. Weil so fällt das ja selber um. Klong. So, warte mal. Genau, warum nehmen wir nicht einfach so eine Riesenplatte? Na komm. So ist halt. Guck mal, so anwinkeln ist halt zu tief. Dann fällt es runter. Und wenn ich es ganz hoch packe, dann ist es zu hoch. Also. Weiß ich nicht. Vielleicht so? Was geht da denn ab? Nein! Hat er Angst? Wegen der Platte oder was? Na, lässt du mit dir reden? Ich hatte gerade Lust auf eine Plauderei, da sprichst du mich an. Sehr schön. Östlich von hier in Ranel regnet gerade klebriger Schlamm vom Himmel. Das klingt unschön. Eigentlich müsste sich da ja ganz einfach in einer heißen Quelle wegwaschen lassen. Aber in Ranel gibt es auch keine heißen Quellen. Am Ende kommen die Leute da zu uns nach Eldin. Ah ja. Klebriger Schleim. Na gut, wenn wir das mal abbekommen, wissen wir, was wir tun müssen. Vielleicht doch da. Oh, das sieht gut aus. Aber ich meine, ist halt auch nicht mehr so wirklich eine Ein-Teile-Challenge, ne? Wenn wir da unten die ganzen Sachen liegen haben. Weil sonst würde das, glaube ich, nicht so halten. Aber wenn wir das jetzt wegnehmen. Mal gucken, ob wir das nochmal entsprechend untergeschoben bekommen hier. Ja, weiß ich nicht. Well. Oh. Ich versuche das halt hier unter dieses Ding da unter zu klemmen noch mit. Aber dafür ist es leider irgendwie vielleicht andersrum mit den Dingern. Ey. Yes, aber das fällt nach hier vorne um. Okay. Anders gefallen als gedacht. Auch nicht schlecht. Ich dachte, das fällt einfach direkt in mein Gesicht. Okay, wir probieren es noch einmal und dann würde ich sagen, machen wir zwei Teile. Ah, das sieht schon gut aus, aber klar, das okay. Nee, das wird nicht klappen, denke ich, aber das sieht schon besser aus. Ja, okay. Genau, weil das Problem ist immer, dass es natürlich erstmal noch dieses Gefälle, was es hat, halt runterfällt. Und dadurch bewegt sich dann halt das Schild zu viel. Das ist halt das Problem. Das heißt, eigentlich müsste man das hier unten. Ja, ich glaube, man müsste es eigentlich so rumstellen. Oder gerade so mit einer Spitze unterstellen. Vielleicht würde das klappen. Mal schauen. Nein, schade. Okay. Ja, gleiches Problem aber wieder, ne? Oh, ist jetzt selber schon ein bisschen... Okay. Ist jetzt selber ein bisschen runtergefallen. Maybe?
Ah. Ja, man mit seinem Direktor Dummster, er ist nur ein Plakat. Soll sich mal nicht so anstellen, nicht? So, ich fühle auf jeden Fall, dass das machbar ist hier. Ja, aber das ist zu viel Pressure. Das ist auf jeden Fall zu viel Pressure. Aber wie kann das überhaupt ein Teil sein? Das ist so weird. Das sind ja eigentlich drei Teile, nur halt in einem kombiniert. Oder vielleicht hier hinten schon? Ne, da kommen wir noch nicht ran, ne? Nee, nee. Lass mich überlegen. Es wäre natürlich lustig, wenn man das so ein Ticken fallen lassen könnte und es dann hält. Aber das ist, glaube ich, zu viel. Aber auch die Chancen. Die Chance, dass es dann hält, ist, glaube ich, auch viel zu gering. Vielleicht eher so. Wenn das halt selber schon stabil steht. Dann maybe. Oh ne, so würde es ja falsch rumstehen. Ja, mit einem Teil, weiß ich nicht. Machbar bestimmt. Guck mal, das Problem ist, dass es halt zu schlagartig fällt, ne? So würde es stehen, aber dann haben wir hier halt den Weg nach oben. Ah, dann fällt's. Das ist halt das Problem. Das ist halt das Problem. Okay, egal. Wir machen ab jetzt zwei Teile Challenge. Genau, vielleicht hier so ein bisschen anwie. Ach, zwei Teile ist, glaube ich, so easy. So easy. Zwei Teile müsste doch eigentlich. Eigentlich schon mit sowas schaffbar sein, oder nicht? Vielleicht noch mal ein bisschen andersrum. Ich habe das jetzt hier nicht bedacht. Genau, wenn ich das jetzt einfach kombiniere, müsste das nicht eigentlich funktionieren? Fällt nach vorne, müsste doch dann gestützt werden. Okay, es ist immer ein bisschen zu sehr geneigt. Wäre auf jeden Fall eine sehr lustige Ausrichtung gewesen. Kriegen wir es noch irgendwie anders hin? Mit dem gleichen Konzept? Gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ja. Könnte das was werden? Es wird nach vorne fallen, dann da vielleicht automatisch rein, dann haben wir ungefähr auch das gleiche wie gerade, ne? Ey, er steht gerade! Er steht gerade! Er steht gerade! Er steht gerade. Er soll sich mal nicht so haben, hallo? Er steht gerade. Ich hab's geschafft. Er steht einfach gerade. Und er so, nope. Damn, schade. Krass. No way. Ich habe einfach das Game gemindgamed. Das Game so, nope. Stand einfach gerade. Also, um ehrlich zu sein, wenn ich überlege, was vor. Okay, das ist die Lösung. Wenn ich überlege, was vorhin als gerade gegolten hat, und er sagt das nicht, okay. Dann pass gefälligst auf! Das Reh läuft hier erstmal gegen. Okay. Nicht ganz so gerade, wie ich dachte. Vielleicht noch einen Ticken verschieben. Okay, aber lustig. Genau. Man muss sich die Challenge halt selber machen, ne? Weil wenn ich jetzt einfach nur
drei Teile nehme und das halt auf die einfache Variante mache, dann das muss ich sagen, hatte mich halt die letzten Male ein bisschen gelangweilt, deswegen wollte ich mir jetzt eine Challenge auch machen. Weil ich finde die Idee halt cool von diesen Events, aber sie sind halt, ja, also man kann sie sich halt zu schnell zu leicht machen. Und deswegen dachte ich mir, denke ich mir halt selber mal was aus. Nein. Nein? Das ist nur, weil ich hier drauf stehe, ne? So bitter. Das ist ein bisschen zu hoch, tatsächlich. Und ich glaube... Ja, müsste das nicht klappen? Wenn ich das in so einem spitzen Winkel quasi stütze? Müsste doch eigentlich klappen, oder nicht? Muss halt hier festgehalten werden, ne? Das ist halt das Ding. So fällt es halt einfach um, I guess. Egal, wir tryen mal. Okay, also... Da bin ich sogar mit einverstanden. Das war jetzt nicht mehr so gerade. Wobei es im ersten Moment echt wieder erstaunlich gut aussah, also... So, was hast du Schönes anzubieten, Ron? Ich suche nach Geoglyphen. Ach was, ey. Cool, jetzt erfahren wir endlich mal was dazu. Gewaltig große Zeichnung mitten auf dem Erdboden. Ja, genau. Und die wohl entstanden sind? Wer sie nur schuf und auf welche Art? Fragen über Fragen. Viele erzählen, in dieser Gegend könne man eine Geoglyphe finden. Gar nicht weit weg, doch wo nur? Wäre ich nur ein Vögelchen, könnte ich mir diesen Ort ja vom Himmel aus betrachten. Ja, wie, aber ach. Okay. Aber was sagt uns das jetzt? Also wir können das ja, aber... Komisch. Naja. Oh, ich dachte gerade, er kommt nicht weiter. Komisch. Haben wir jetzt einen Auftrag von ihm? Nee, ne? Eigentlich nicht. Mir hat irgendwie da halt diese Beauftragung gefehlt. Dieses, du hast jetzt eine neue Nebenquest. Oder erfülle den und den Auftrag für ihn. Aber das haben wir leider nicht. So. Wie sieht's denn damit aus? Das sieht doch eigentlich gut aus. Nee, das wird wieder nach vorne zu weit fallen, ne? Ja, ja, genau. Okay, also... Okay. Ich glaube, wir können das gleiche nehmen. Oh, da hinten ist Geld. Aber wir kommen da jetzt nicht hin. Guck mal, da hinten, da der gelbe Strahl, das ist gerade... So ein Komet runtergekommen. 300 Rubine oder so ist der, glaube ich, wert. War das so weit weg? Na, geht, glaube ich, sogar. Ach komm, was ist, wenn wir statt der Platte einfach einen Holzstamm nehmen? Dann kippt das nicht so weit nach unten. Und es ist trotzdem befestigt. So könnte das eigentlich klappen, würde ich sagen. Huch. Hä? War das nicht fest oder was? Bin verwirrt. Ach komm schon. Komischer Direktor. So, zwei Teile Challenge muss doch klappen. Aber... Das war so komisch. Vielleicht war das zu viel Pressure, dass das eingeknickt ist. Weil eigentlich war das doch fest. Okay, vielleicht doch nochmal ein bisschen weiter nach hinten. Vielleicht auch nochmal dieses... Das Brett da drinnen so ein bisschen schräg nochmal ansiedeln. Maybe damit. Ich weiß halt nicht, ob das geht, aber... Nee, so wird das nichts. Vielleicht erstmal das. Und dann können wir maybe das hier erstmal reinstecken.
Und dann noch anschrägen? Aber nee, das... Das geht aus der Perspektive halt nicht, ne? Ah doch, jetzt so. Hm. Oh. Nein, jetzt ist rausgerutscht. Ach komm. Na? Rein mit dir jetzt. Ich glaube, wir können, wenn wir das so machen. Mal ändern. Geht nicht. Hallöchen, Ponypon. Schönen guten Abend. Wie geht's dir? Wie steht's? Es will nicht. Ja, ich mach gerade was ganz Wildes. Ich fand diese Rätsel immer zu einfach. Sie sind ja auch einfach. Aber... ich habe es jetzt versucht mit so wenig Teilen wie möglich. Ich habe jetzt erst versucht mit einem Teil das hier zu machen, zu befestigen. Oh! Maybe? Und jetzt bin ich bei zwei Teilen. Das könnte klappen. Wenn ich es jetzt nochmal drehe, dann ist aber schlecht, ne? Besser aber noch nicht ganz fit. Oh ja, stimmt. Das war krass, ja. Ich erinnere mich. Hast dich echt nicht so gut angehört. Aber schön, dass schon besser ist. Schön, dass schon besser ist. Aber krass, dass es auch einfach immer noch da ist. Dann auf jeden Fall weiterhin gute Besserung. Bei mir soweit alles eigentlich ganz fit. Hatte jetzt irgendwie... vor dem Stream ein paar Verspannungen, aber jetzt sind die eigentlich auch so weit weg. Von daher kann ich nicht klagen. Aber, ja. Ich will das hier auf jeden Fall schaffen hier. Ich will eigentlich nicht auf drei Teile gehen, weil ich glaube, das müsste so klappen. Ja, vielleicht so angeschrägt. Genau, dann rutscht das nicht mehr runter, ne? Okay, wir müssen das andere anschrägen machen. So, dass es auch feststeht und nicht in der Luft hängt. Mal gucken. Ja, manchmal zieht sich das leider, ne? Naja, toi toi toi, du musst da vielleicht noch ein paar Tage durch und dann wird das hoffentlich. Bist du dann jetzt weiter krank? Auch krank geschrieben, oder? Arbeitest du wieder fleißig? Ich glaube, gestreamt hattest du ja gestern, ne? Ich glaube, ich hatte dich gesehen. Ah, das finde ich manchmal... Ich finde es schade, dass man sich immer so zudrehen muss. Und dass es nicht einfach funktionieren kann. Das wäre schön. Genau, vielleicht legen wir den erstmal hin. Und befestigen dann das Ding da dran. Wäre das eine Idee? So, ich mache jetzt aber auch nur diese ein, zwei Versuche, weil sonst sitze ich hier den ganzen Abend da dran. Ja gut, jetzt haben wir halt wieder das Problem, dass durch das Befestigen rutscht das ja immer so ein bisschen nach. Also das zieht sich ja zusammen und dadurch ist das jetzt halt nicht mehr gerade. Hm, vielleicht packen wir das so ein bisschen verkantet oder so, dass es vielleicht nicht so weit rutscht. Mal gucken, letzter Try. Ja, es rutscht zu weit. Es rutscht zu weit. Schade. War zwei Tage zu Hause, danach wieder arbeiten. Wollte zum Arzt, aber am Ende waren so viele ausgefallen, dass ich direkt wieder arbeiten gegangen bin. Och Mensch. Krass. Auch alle... Ach, hast du dir das vielleicht sogar im Büro geholt? Waren alle krank, oder wie? Aber das... Ja, das kenne ich. Das sagt... Also ist halt... Ja, irgendwer muss halt, ne? Irgendwer muss halt die Arbeit letzten Endes machen, muss da sein. Das ist auf jeden Fall aber, ja, nicht so schön. Ziemlich sicher, zwei andere waren auch krank, oh Mann. Ja, das ist doof.
Echt? Das funktioniert auch nicht? Okay, krass. Heftig. 2 Urlaub und einer wegen OP weg. Ach, ja, das ist aber auch echt unglücklich, ne? Das ist aber auch echt doof. Okay, dann hoffe ich mal, dass du jetzt nicht zu lange alleine bist. Nee. Das Ding ist, das funktioniert aber auch nicht so, wie man. Also ich hätte es gerne so. Wie soll ich sagen? So ein Stück entfernt. Aber ich glaube, das snappt dann halt immer, ne? Ich kann nicht so das verbinden. Doch! Okay. Das geht. 50%, okay. Ich weiß ja auch nicht. Also, oh, ey, ich habe das mal so reinbekommen. Okay, das könnte klappen. Nein! Es soll einfach nicht sein. Ganz schade. Vor allem, das, weißt du, die Ironie schlechthin ist ja, ich hatte einmal eine Situation, da ist es halt sehr weit gerutscht, aber dann stand es gerade. Aber dann sagt er natürlich, es ist zu weit weg. Aber das wäre es gewesen. Das war so gut. Schade, schade. Genau, die Auslastung bei euch, ich weiß nicht, ist sie aktuell hoch? Ist das von irgendwas abhängig oder betreut ihr irgendwie ein Produkt oder ist das halt. Gibt halt immer so Hoch- und Tiefphasen wahrscheinlich halt. Okay, komm. Das muss doch klappen. Ja, nee, es rutscht da so runter. Okay, ja, okay, dann noch eine Idee, noch eine Idee. Dann nehme ich den anderen Balken und pack den einfach dazwischen. Muss ich das als Stütze, dass das nicht runterrutscht? Und dann müsste das hoffentlich klappen. Ach, komm schon. So was Doofes jetzt hier. Hallo. Ja, das Ding ist. Das sieht eigentlich nicht bad aus. Ich glaube nicht, dass das klappen würde, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Okay. Close. War die dümmste Woche zum Krankwerden. Umstellung gehabt, 3 Orte zu uns gewechselt mit diversen Diensten. Ja, gut. Ja, kann man sich halt nicht aussuchen, ne? Von daher. Ich verstehe, was du meinst, aber. Ja. Ist alles doof irgendwie. Es ist doof, wenn keiner da ist. Es ist doof, wenn man krank ist. Ist ja auch irgendwo doof, krank auf die Arbeit zu gehen dann. Gerade weil man dann die anderen auch ansteckt irgendwo. Und das ja irgendwie auch passiert ist. Also. Ist halt alles nicht so toll. So, guck mal. Das ist jetzt hier meine finale Lösung, würde ich sagen. Okay. Game. Hallo. Aber weißt du, das Wichtigste ist ja letzten Endes, dass es dann schnell weit vorbei ist. Achso, das ist zu weit. Okay. Verstehe. Genau, du erstmal und ihr alle da wieder gesund werdet und dann ist es perfekt. Dann passt das. Das ist zu weit entfernt, schade. Ich könnte natürlich auch. Oder würde das überhaupt helfen? Ich weiß gar nicht. Na, das würde nichts bringen. Haha, aber so rum vielleicht. Dann kann das ja nicht so weit runterfallen, ne? Ey, das könnte die Lösung sein. Mal gucken. Wie läuft's bei dir in Zelda? Wie. Du, ich weiß noch, beim letzten Stream oder bei irgendeinem Stream meintest du, du bist bei Zelda noch gefühlt am Anfang. Ah, ein Ticken zu weit, schade. Wie läuft's? Wo bist du so? Weil ich fühle mich auch noch, als hätte ich nichts geschafft. Aber es gibt so viel zu tun, das ist unglaublich. Wollte jetzt eigentlich gucken, aber wir haben jetzt einen Schrein zum Glück heute mal gemacht. Ich habe ja auch schon länger jetzt nicht mehr Zelda gespielt. Wollte eigentlich schauen, dass wir heute ins andere
also ein weiteres Phänomen anfangen. Wobei das, ja, wird sportlich, müssen wir mal gucken. Und vielleicht kriegen wir auch noch einen neuen Turm oder so. Naja, das Wichtige ist ja auch, man muss sich auch einfach mal die Zeit nehmen, ein bisschen Spaß haben, ne? Ich mag halt so kreative Sachen, deswegen nehme ich mir hier auch alle Zeit der Welt. Und gerade diese Sachen hier, ich finde das eigentlich ganz lustig, aber man muss sich das halt auch lustig gestalten, sonst ist es halt zu einfach. So, maybe hält das? Nein, so knapp! Oh, es sah gut aus, sah gut aus. Hab die Woche nicht gespielt, bin auch total raus. Will die Woche aber weitermachen, bin bei einem der Titanen. Okay, cool. Hab keine Pfeile, wird lustig. Das wird dann echt interessant. Geht das überhaupt? Weiß ich gar nicht. Aber good luck schon mal. Sieht ja auch wild aus. Also ich denke halt gerade an einen der Titanen. Ich will auch gar nicht sagen welcher. Und da muss ich das ja mit Pfeilen machen. Also vielleicht kriegt man ja für den Bossfight auch irgendwie Pfeile oder hat dann unendlich. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie es war, um ehrlich zu sein. Weil zum Beispiel ich mittlerweile habe hier meine 100. Und ich hatte auch damals, ich weiß noch, aber das geht halt ganz schnell, ne? Ich hatte damals gefühlt 100. Ne, ich hatte 100. Und hatte im Kopf immer noch so, ja, ich habe ja 100 Pfeile. Auf einmal hatte ich gar keine mehr. Gar keine, aus dem Nichts. So gefühlt habe ich gar nichts gemacht und ich hatte einfach keine Pfeile mehr. Und dann das nächste Mal hatte ich auf einmal wieder über 100. Also, es geht so schnell, das ist crazy. Aber ja, komisch. Waffen, auch nicht schlecht, okay. Ja, genau. Mit der letzten Waffe geschafft. Nice. Hört sich auf jeden Fall sehr episch an, aber close call auf jeden Fall. Krass. Ja, ich aber auch, ne? Ich hatte so lange keinen Zelda mehr gespielt. Und auch privat nicht zu gekommen. Oder ganz, ganz wenig mal. Einen Abend, eine halbe Stunde oder so. Und ja, ist halt so schade, ne? Weil das Spiel ist halt so geil. Aber ja, man hat nur so und so viel Zeit, ne? So ist das halt immer. So, nee, weiß ich nicht. Komm, wir setzen dem jetzt mal ein Ende hier. Also ich dachte echt, ich denke auch immer noch, mit einem Teil, gerade mit dem hier, das ist halt voll OP. Das gilt als ein Teil, das Ding hier. Das sind halt eigentlich drei Stück. Ich denke mal, man schafft es auch nur damit. Nur mit dem einen. Bin ich mir sehr sicher. Aber habe ich jetzt nicht geschafft. Mit zwei Teilen habe ich es auch nicht geschafft. Mit drei jetzt auch nicht. Von daher machen wir jetzt einfach mal mehrere Teile. Dass wir es endlich mal schaffen. Echt, das ist geknackt. Schade. Niki mit seinen philosophischen... Was? Oh, es ist fest. Mit philosophischen Weisheiten. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Niklas. Wie geht es dir? Oh, das ist gut. Wollen wir das versuchen? Wollen wir das? Nein, wir machen noch... Wir machen das noch mit dran. Ah, guck mal, jetzt ist halt das Ding. Jetzt würde ich das gerne auf den Boden packen. Aber das geht halt nicht. Vielleicht so. Vielleicht so. Okay, let's do it. Oh! Nein! Es ist zu weit nach vorne gefallen. Also, es ist so... Es ist nicht so gefallen, sondern unten ist es nach vorne. Und deswegen, oder was? Ja. Also der Try war ja gut. Vielleicht hätte er sogar mit zwei Teilen geklappt. Schade, schade, schade. Ja, manchmal, ne, zum Thema 24 Stunden. Manchmal bin ich auch echt noch am Überlegen, ob ich mal wieder den Huberman ausprobieren sollte.
Für alle, die es nicht wissen, Uberman ist so eine ganz spezielle Schlaftechnik oder halt Schlafrhythmus-Technik, nenne ich es mal. Wo man quasi den Tag oder den Wachzyklus immer in 4-Stunden-Parts hat und dann immer 20 Minuten halt schläft. Das soll prinzipiell halt auch funktionieren, aber es ist halt nicht für jeden so geeignet. Also ist auf jeden Fall erstmal super produktiv, ne? Weil du hast dann, glaube ich, irgendwie 20 Stunden Wachzeit am Tag und 4 Stunden, die du nur schläfst. Und auch so dieses in 4 Stunden einzuteilen, die ganzen Blöcke, ich finde das so genial eigentlich. Also du hast ja, guck mal, du könntest halt, du hast jeden Tag 20 Stunden. Und dann könntest du zum Beispiel jeden Tag 2 Blöcke arbeiten, 8 Stunden. Und du könntest das ja auch super verteilen. Du könntest einmal morgens arbeiten, einmal nachmittags oder so. Alles klar, Pon, bis nachher vielleicht. Dann könntest du quasi eine Stunde für Sport und Einkaufen und Kochen machen. Dann könnt, was? Ein Block, nicht eine Stunde, falls ich das gesagt habe. Ich weiß gerade nicht. Dann könntest du einen Block am Tag streamen, locker. Und dann könntest du, glaube ich, noch einen. Nee, dann ist schon weg. Oder sind wir bei 4 Blöcken jetzt oder bei 5? Wenn wir noch einen 5. haben, dann könnte man halt noch den nächsten Block was anderes machen. Wäre prinzipiell halt voll geil. Aber ich hatte das damals halt auch probiert. Meine Phase lang, eine Zeit lang. Hab's nie so wirklich geschafft. Ja, von daher weiß ich immer noch nicht, ob ich da überhaupt zu in der Lage wäre. Plus, ich liebe es halt zu schlafen. Ich liebe schlafen, ich finde halt Träumen auch richtig cool, von daher, das würde dann, glaube ich, halt alles wegfallen. Ey, wir haben es geschafft. Nice. Also 4 Teile haben wir jetzt gebraucht. Mit dem OP-Teil, was eigentlich 3 Teile sind. Also eigentlich 7, würde ich sagen. Oder nee, 6 dann, ne? Ist ja eins weniger dann. Cristiano Ronaldo macht das auch? Echt? Hä, wie denn? Wie kann der das denn machen? Obwohl, warte mal, ja gut, dann ist ein Block die Phase, wo er dann spielt oder was? Hä? Echt? Das habe ich noch nie gehört. Muss ich mal seine Biografie lesen. Sehr interessant. Wirklich? Wundert mich voll. Aber das ist natürlich interessant. Ja, es klingt richtig cool einfach, ne? Aber wobei ich dann sagen muss, also ich finde, was auch gerade cool ist, sind halt so diese Intervalle daran, ne? Diese Blocktechnik. Weil wenn du halt so am Stück wach bist, dann finde ich, brauchst du halt auch mal so eine Pause oder du willst irgendwie. Ja gut, ich wüsste gar nicht, wie das dann halt funktioniert. Ich weiß halt auch nicht, ob man quasi, wie das vom Energiehaushalt halt ist, dann. Ob man die ganze Zeit dann quasi Energie hat und dann direkt schlafen kann. Oder ob das so ist, dass man quasi am Anfang erstmal mal aufwachen muss und müde ist. Dann vielleicht eine halbe Stunde ist man eher so träge und dann hat man auch die letzte halbe Stunde vor dem Ende des 4-Stunden-Blocks, dass man dann auch wieder so träge ist. Dann würde sich das ja eh alles relativieren. Weil sonst hat man ja eh eigentlich nur 3 bis 4 Stunden dann mehr am Tag, so gesehen. Was an sich schon eine Menge ist, aber jetzt auch nicht so unendlich viel mehr Zeit, als wenn man jetzt 7 oder 8 Stunden schlafen würde halt. Ja gut, wobei, dann muss man auch wieder sagen, jetzt kann man auch nicht immer punktgenau irgendwie einschlafen, dann hat man manchen Tagen vielleicht auch Probleme damit und so. Es läuft ja nie alles nach Plan, es kommt ja immer irgendwas dazwischen. Immer alles. Aber klingt schon spannend, ne? Also, ich meine, das ist so gesehen die einzige Zeit, der einzige Zeithack, den es so gibt, weniger zu schlafen. Aber ich bin auch halt auch der Meinung, Schlaf ist halt auch so wichtig und auch für den Körper ist halt auch für einen selber so wichtig einfach. Man weiß halt nicht, ne? Wie das dann so langfristig vielleicht ist, ob man selber das überhaupt verkraftet, ob man sich damit vielleicht schadet. Vor allem, du brauchst halt auch eine Zeit, bis du das überhaupt schaffst. Also du brauchst vielleicht einen Monat oder so, um dir das anzutrainieren. Und
Da wirst du dann teilweise gar nicht schlafen oder richtig Probleme haben. Und ein anderes Problem ist ja auch, das halt in den Alltag zu integrieren, ne? Wenn du dann halt mal auf den Geburtstag musst oder so. Oder was heißt musst, aber du willst ja dann auch mal auf den Geburtstag, dann hast du halt auch schon wieder ein Problem. Also. Oder wo irgendwas anderes halt. Du musst immer eine Möglichkeit haben zu schlafen halt. Wenn man dann so einen Wohnwagen hätte, das wäre bestimmt die Lösung. Dann sagst du halt einfach, ich will mal kurz weg. Und nach 20 Minuten, dann schläfst du einfach und alle denken so, hä? Okay, naja. Wird schon. Zwar komisch, dass er jetzt 20 Minuten weg war, aber es sind halt auch nur 20 Minuten, ne? Ja, aber das ist ja interessant. Das muss ich mir jetzt. Da hast du mir jetzt was erzählt. Muss ich echt mal schauen, ob der das wirklich macht. Oder wie der das macht. Vielleicht gibt es da ja Infos zu. Weil das finde ich schon impressive, wenn er wirklich diesen Rhythmus hat und dann ja so einen Hochleistungssport absolvieren kann weiterhin. Aber er hat da bestimmt halt natürlich auch entsprechende Leute, die ihn da begleiten und dass er weiß, dass das Ganze auch sicher ist für ihn. Hat er so das notwendige Kleingeld, glaube ich, sich da entsprechend professionell betreuen zu lassen. Als Privatperson ist das ja eher so eine interessante Idee, wo man dann halt nicht weiß, wie sich das dann auswirkt. Oder man müsste es halt ärztlich begleiten lassen oder erstmal so abfragen, ob das. Aber die meisten, glaube ich, haben da eh gar keinen Bock drauf. Die denken sich so ganz im Ernst. Die sagen dann einfach, es ist ungesund und lass es sein und haben gar keinen Bock, sich damit zu beschäftigen, würde ich jetzt denken. Er macht 5 mal 90 Minuten Schlaf am Tag. What the fuck? Okay, 7,5 Stunden, ne? Das ist ja dann. Hä, aber wann ist er dann wach? Also, wann macht er den Schlaf? Lohnt sich das überhaupt? Dann schläft er ja nur die ganze Zeit. 5 mal. Das könnte ich wieder gar nicht irgendwie. 5 mal 90 Minuten. What? Ich meine, das sind ganz im Ernst, das sind 7,5 Stunden am Tag. Weiß ich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es prinzipiell vom Energielevel ist dann bestimmt besser. Ich kann mir vorstellen, wenn du halt kleinere Blöcke und Intervalle halt hast, dass du dann halt insgesamt im jeweiligen Block vom Energiehaushalt halt her besser da, aufgestellt bist. Weil das ist halt, glaube ich, so der Nachteil bei dem normalen Schlafrhythmus, dass du halt gerade zum Ende des Tages hin. Die letzten, weiß ich nicht, 1, 2 Stunden, je nach Tag. 1, 2, 3 Stunden, dass du die halt nicht mehr so wirklich nutzen kannst und nur noch so vor dich hin vegetierst an manchen Tagen. Und das kann ich mir dann halt einfach besser vorstellen. Was meinst du, Niki? Alter, warte mal, das ist ein Feuerding, das hatten wir noch nie. Nein, es kommt mich holen. Feuerflederbeißer Auge mit 8 Angriffsstärke. Was ist das hier eigentlich? Okay, krass. Hä, kann ich das nicht einfach anzünden? Hold up. Hold up. Kann ich einfach jetzt ein Auge nehmen? Und das anzünden? Guck mal, ein normales hat nur eins. Das wäre so funny. Okay, schauen wir nicht. Zack. Hey, was ist das hier? Wie viel bringt das zum Synthetisieren? Das sehe ich gar nicht, ne? Dornenknochen. 7. Ey, nicht schlecht. Krass. Das ist schon einiges. Cool. Am besten sind 6 bis 7 Stunden und ein Stündchen Mittagsschlaf. Ich glaube, das machen die in Indien ganz viel, ne? Ich glaube, da haben sie so ein geteiltes Konzept. Ich meine, das war in Indien viel, dass die da sowas machen. Ja. Warum am besten? Wer sagt das?
Ich glaube, also ne, man kann es ja eh nicht so über den Kamm scheren. Ich denke, prinzipiell ist es immer sehr persönlich.